bist also die Katze, die die Freunde von meinem kleinen Freund nervt, hä? Dazu habe ich Folgendes zu sagen. Du wartest hier, mein Freund, während ich die Sache mit der nicht ganz so netten Katze beende. Du erinnerst mich an einen Kater bei mir zu Hause. Der überstrapaziert auch meine Geduld. Und jetzt rauf auf dein Skateboard und Abflug. Deine Mission, den Mäuseplaneten zu unterwerfen, ist fehlgeschlagen. Und ob, das war ein Fehlschlag. Da kann ich euch nur zustimmen, meine Königin. Wie soll ich dich bestrafen? Schick ihn zurück, er soll's nochmal versuchen. Ein exzellenter Vorschlag. Und du gehst mit ihm und sorgst für einen erfolgreichen Abschluss. Ich und meine große Klappe. Ich hab Hunger nach der kleinen Übung. Reingehauen! Käsebällchen? Ess ich am liebsten. Yum, yum. Hundeleckerlis, jetzt verstehen wir uns. Also das nenne ich ein Premium-Leckerli. Viel besser als zu Hause. Ich fühle mich, als könnte ich 100 Katzen jagen, wenn nicht sogar Millionen. Das ist der Plan. Wir holen uns ein paar von diesen Superleckerlis. Dann passe ich auf und du machst ihn fertig. Zieh mich hoch. Hier, du isst einen und der hier ist für mich. Nur für den Fall. Ich spüre gar nichts. Nicht schon wieder. Na schön, Katze, was hab ich dir gesagt? Oh, irgendwas ist anders. Warst du im Fitnessstudio? Die haben mich voll erwischt, kleine Freunde. Bla, bla, Schule,